Gut, dann starten wir jetzt einfach mit einem konkreten Beispiel für ein evolutorisches Wachstumsmodell. Und dabei nehmen wir uns als Ausgangspunkt tatsächlich wahrscheinlich das erste evolutorische Wachstumsmodell, nämlich das, was Nelson und Winter in ihrem Buch einführen. Dieses Modell, was sie da einführen, kann man sagen, ist das eigentlich bis heute so als Ausgangspunkt vieler formaler Modelle in der evolutorischen Wachstumstheorie gilt, auch wenn es sicherlich nicht nach heutigen Standards beschrieben ist. Dennoch ist es, denke ich, ein repräsentatives Anwendungsbeispiel, anhand dessen wir uns eigentlich gut diesen Ansatz gut aneignen können. Und falls ihr an der einen oder anderen Stelle das Gefühl habt, okay, das ist mir jetzt nicht konkret genug, ich würde da gerne eine genaue Formel sehen und sowas, da hat sich so der Stil der Repräsentation ein bisschen verändert. Bei Nelson Winter war Präsentation noch viel verbaler, was die einzelnen Heuristiken angeht. Heute, wenn man sich moderne evolutorische Modelle anguckt, machen im Endeffekt ähnliche Sachen, nur mehr, stellen das mehr in Formeln dar. Das ist eine, glaube ich, auch so eine Veränderung des Stils, wie man die Sachen darstellt über die Zeit. Wenn wir in zwei Sessions dann zum Beispiel das evolutorische Anwendungsbeispiel im Kontext agentenbasierter Modellierung sehen, da sehen wir einfach viel mehr Formeln, und das ist dann vielleicht so uns, was wir sonst gewöhnt sind, dann irgendwie erstmal intuitiver. Aber abgesehen von diesem Stil der Präsentation ist es tatsächlich weiterhin ein sehr repräsentatives Modell für die evolutorische Wachstumstheorie, weil ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen will, dass es eben in der Evolutorik auch diesen wichtigen Teil von Industrieanalysen gibt. Also man darf auf gar keinen Fall den Fehler machen, die evolutorische Ökonomik jetzt als etwas zu begreifen, was sich nur mit Wachstumstheorie beschäftigt. Oder überhaupt mit Makrotheorie beschäftigt. Ein großer Teil beschäftigt sich mit Dynamiken auf Industrie- oder Sektorebene oder auch Firmenebene. Es gibt auch in der Managementliteratur sind viele evolutorische Ökonominnen aktiv. Da muss man schon sagen, dass das Forschungsprogramm deutlich breiter aufgestellt ist als jetzt zum Beispiel der Post-Keynesianismus, wo halt dieser starke Fokus, der starke Spezialisierung auf der Makroebene ist. Hier ist man deutlich breiter aufgestellt, und gerade heute muss man sagen, dass dieses breiter aufgestellt so ein bisschen kulminiert auch in der Anwendung von agentenbasierten Modellen, weil so agentenbasierte Makromodelle es natürlich auch erlauben, gleichzeitig die Mikro- und die Meso-Ebene abzubilden. Aber dazu dann, wie gesagt, mehr im 11. Kapitel. Das, was wir uns jetzt hier angucken, ist, wie gesagt, ein Beispiel für die evolutorische Wachstumstheorie im Sinne von der Art und Weise, wie sie begründet wurde. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es eben ganz viele Analysen von Institutionen gibt, jetzt im Sinne von der evolutorisch-institutionellen Ökonomik. Aber das blenden wir hier an dieser Stelle ein bisschen aus. Okay, was ist das Kernprinzip vom Wachstumsmodell von Nelson und Winter, was im 9. Kapitel des Buches eingeführt wird? Erstmal eine grobe Zusammenfassung, bevor wir dann in die Details gehen. Das Modell ist aufgebaut, also besteht aus einer Population, das heißt einer Menge von ganz vielen heterogenen Firmen. Nelson Winter formulieren das so, dass die Firma vor allem bestimmt ist durch ihre etablierten Routinen. Also Routinen im Sinne von Handlungsabläufen, die erlernt sind und die sich in der Vergangenheit bewährt haben und die die Mitglieder der Firma eben erlernt haben. Ja, und diese Routinen, dazu gehört eben auch die Routine der Produktion. Und man geht dann formal eben davon aus, dass jede dieser Firma sozusagen ihre eigene Produktionstechnik verwendet. Und die sind heterogen über die Firmen hinweg. Wir haben also diese heterogene Landschaft an Firmen. Und für jede Firma haben wir eben eine Produktionstechnik und einen Kapitalstock. Diese Ausstattung für jede einzelne Firma, der Produktionstechnik und der Kapitalstock bestimmen hier die Nachfrage nach Arbeitskraft und den Output. Also jede Firma produziert individuell Output auf Basis von den Produktionsfaktoren. Wie viel vom Produktionsfaktor Arbeit nachgefragt wird, hängt von der Kapitalausstattung der Firma ab. Und die Gesamtproduktion der Volkswirtschaft ist dann eben die Summe der Outputs der einzelnen Firmen.
In dem Nelson-Winter-Modell ist es noch so, dass man von einem kurzfristigen Gleichgewicht ausgeht, dass die nachgefragte Menge an Beschäftigung gematcht wird durch die angebotene Menge zu bestimmten Löhnen und Profiten. Das ist aber jetzt etwas, was man sozusagen in jedem Zeitschritt neu berechnet. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit so einer mit einem Makro-Gleichgewicht, was da aufoktroyiert wird. Es ist wirklich tatsächlich so, dass es sich nur kurzfristig auf jeden einzelnen Zeitschritt bezieht. Das ist zum Beispiel sowas, was jetzt in der heutigen evolutorischen Ökonomik anders gemacht wird, wo nochmal expliziter geguckt wird. Da machen die Firmen Angebote und die Arbeiterinnen können die annehmen oder ablehnen und so weiter. Das ist aber in diesem ersten Modell noch ein bisschen kruder gehalten. Nachdem dann also hier jetzt die Löhne und Profite auf dem Arbeitsmarkt da bestimmt wurden, dann suchen die Firmen nach neuen Produktionstechniken. Dabei ist es so, dass die Firmen satisfizierend sind. Man spricht hier von Profit Seeking und nicht Profit Optimizing oder Maximizing Firms, also Seeking instead of Maximizing. Das bedeutet, dass die Firmen gucken, wie stehen sie da, wenn sie reasonably well dastehen, also sie ausreichend gut performen, dann macht die Firma nichts. Aber wenn sie noch weiteres Verbesserungspotenzial ist, dann versucht sie, neue Produktionstechniken zu finden. Ja, sie machen sich dann auf die Suche. Das Ding ist, in diesen Modellen gibt es eine Gesamtpopulation von möglichen Produktionstechniken, die aber größtenteils den Firmen unbekannt sind. Die Firmen müssen sozusagen suchen im Sinne von innovieren und neue Produktionstechniken rausfinden. Und wenn sie das machen, dann können sie entweder versuchen, neue zu erfinden, oder sie versuchen auch einfach vielleicht schon von anderen erfundene Produktionstechniken zu imitieren. Das heißt, alle Firmen, die nicht zufrieden sind, oder ausreichend zufrieden sind, wie es läuft, die gucken sich bei anderen Firmen ab, wie die das machen, oder versuchen selbst neue Produktionstechniken zu finden. Und das verändert dann natürlich wieder jede einzelne Firma. Danach zahlen Firmen Dividenden aus zu ihren Eigentümerinnen und sie investieren alles das, was übrig ist, in ihren Kapitalstock. Und je nachdem, ob die Firmen dann erfolgreich waren oder nicht, beziehungsweise sie neue Produktionstechniken gefunden sein, kann es in dem Modell auch so sein, dass Firmen, die vorher inaktiv waren, in den Markt eintreten, beziehungsweise Firmen, die besonders abgelost haben, den Markt verlassen. Und wir kommen dann dadurch eben zu einer neuen Firmenpopulation, da ja die Firmen hier eben auch quasi ihre Produktionstechniken, Kapitalausstattung verändert haben, kommen wir dann hier wieder bei einer Firmenpopulation mit heterogenen Firmen raus und der nächste Zeitschritt beginnt vom neuen und wir haben dann hier sozusagen diesen Kreislauf, der immer wieder aufs Neue bedingt und da sieht man jetzt auch sofort, okay, hier ist in dem Sinne keine richtige Gleichgewichtsannahme drin, abgesehen von dieser Kleinigkeit hier, die auch nicht zentral ist für das Modell. Das gibt eine konstante, immerwährende Änderung. Und wenn sich mal ein Gleichgewicht im Sinne von einer stabilen Wachstumspfad entwickelt, dann aufgrund von diesen Annahmen hier auf der Mikroebene und nicht dadurch, dass man a priori von Anfang an annimmt, dass die Ökonomie ein Gleichgewicht findet. So, im Folgenden wollen wir jetzt durch die einzelnen Schritte des Nelson- und Winter-Modells durchgehen und wir starten mal mit einer genauen Betrachtung von der Firmenpopulation. In dem Ursprungsmodell ist es so, dass wir eine Population von Firmen haben, die ein homogenes Gut produzieren und sie machen das auch mit zwei Produktionsfaktoren, so wie wir das bisher kannten, mit Kapital und Arbeit. Und was bei diesem Modell jetzt hier noch nicht drin ist, sind variable Preise. Ne? Also die Preise sind in dem Modell konstant. Ist wie gesagt die ganz einfache Variante am Anfang. Die Gesamtproduktion der Ökonomie ergibt sich aus der Summe von den Produktionswerten aller Firmen. Das heißt, das Gesamtbruttoinlandsprodukt ist einfach die Summe der Produktionsmengen der einzelnen Firmen. Relevant ist jetzt hier, ich habe ja schon gesagt, die Firmen produzieren sozusagen ihren Output aus Kapital und aus Arbeit. Und sie verwenden dazu eine bestimmte Produktionstechnik. Produktionstechnik, die haben wir ja schon auch bis jetzt kennengelernt. Hier ist es jetzt aber so, dass wir von Anfang an im Modell davon ausgehen, dass es einen fixen Pool an Produktionstechniken gibt. Dieser Produktionstechnik, die aber für die Firmen nicht notwendigerweise bekannt sind. Okay, Entschuldigung.
Es ist so, dass jede einzelne Produktionstechnik ist definiert als eine Kombination von Produktionskoeffizienten für Arbeit und Kapital. Diese beiden Produktionskoeffizienten, die haben wir hier. Und die geben uns an dieser Stelle eben an, wie der Gesamtoutput sich ergibt aus den verwendeten Mengen von Kapital und Arbeit. Aus dieser Formulierung hier ergibt sich auch, dass die Produktionsfunktion auf der Firmenebene, die wir hier verwenden, eine Leontief-Produktionsfunktion ist. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Substitution zwischen Kapital und Arbeit. Was auf den ersten Blick jetzt erstmal extrem statisch klingt, ist aber tatsächlich so, nicht so, denn die Firmen können ja ihre Produktionstechniken ändern. Und sie können damit dann eben auch darauf reagieren, dass zum Beispiel die Faktorpreise sich verändern. Es ist so, dass wenn jetzt zum Beispiel die Löhne stark steigen, dann und die Firmen suchen neue Produktionstechniken, wir gucken uns gleich an, wie die Suchmechanismen tatsächlich ablaufen, dann verwenden sie neue Techniken vielleicht eher, wenn die ihnen erlauben, Arbeit einzusparen zu einem größeren Faktor Einsatz von Kapital. Das heißt, da ist so ein bisschen die Idee, was wir quasi in der neoklassischen Produktionsfunktion annehmen, dass es ganz smooth funktioniert, dass optimierende Firmen sofort finden, dass wenn die Löhne runtergehen, dass sie dann arbeitsintensivere Produktionstechniken verwenden. Das geht hier im Prinzip auch, nur müssen es die Firmen wirklich auch erst finden. Also wir gehen nicht davon aus, dass die Firmen sofort Zugriff auf alle möglichen Produktionstechnologien haben, sondern sie müssen die Produktionstechnologien erst finden und identifizieren. Und dann können sie auch entsprechend auf die Faktorpreise reagieren. Am Ende des Tages sind die Firmen also dann heterogen im Sinne der verwendeten Produktionstechnik, aber auch zusätzlich bezüglich ihres Kapitalstocks. Das bedeutet, dass wir insgesamt die Firmen, den Status der Firma angeben können durch ihre verwendete Produktionstechnik, die ja quasi hier determiniert die beiden Produktionskoeffizienten und im Sinne des Kapitalstocks der Firma, der aufgebaut wird durch Investitionen, die die Firma tätigt, je nachdem, wie viel sie in in dem Zeitschritt produziert hat und verkaufen könnte. Und dann hier auch nochmal die Beziehung zwischen Mikro und Makro. Der Gesamtzustand der Ökonomie wird hier dargestellt als einfach die Menge aller Zustände der Firmen. Das heißt, die Makro ist hier wirklich in dem Sinne einfach die Darstellung der kompletten Mikro. Von zentraler Bedeutung in allen evolutorischen Modellen ist der technologische Wandel und wie das funktioniert. Ich habe das jetzt gerade schon angekündigt. In der neoklassischen Produktionsfunktion ist ja so ein bisschen die Idee, insbesondere in der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, dass die Firmen eigentlich alle Produktionstechniken kennen und jede Runde sozusagen ihren Profit maximieren, indem sie die korrekte Produktionstechnik wählen. Hier ist es, in der evolutorischen Ökonomik ist es nicht so, dass die Firmen bereits alle Produktionstechniken kennen, sondern diesen Technologieraum, also die Menge aller möglichen Technologien, durchsuchen müssen. Und welche Technologien sie tatsächlich finden, ist zum Teil zufällig. Also es hängt von einem stochastischen Prozess ab. Und dieser stochastische Prozess berücksichtigt zum einen die aktuell verwendete Technologie der Firma I, aber auch alle Technologien, die von allen anderen Firmen verwendet werden. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Firma eine neue Technologie findet, hängt davon ab, von der Technologie, die sie aktuell verwendet. Und es ist natürlich wahrscheinlicher, dass sie eine Technologie findet, die ähnlich zu der ist, die sie schon verwendet. Und es hängt davon ab, was ansonsten alles für Technologien in der Firmenpopulation verwendet werden. Jetzt eine Technologie, die von vielen Firmen verwendet wird, ist natürlich leichter für eine andere Firma zu imitieren, als eine, die von kaum einer anderen Firma verwendet werden. Ganz plausibel, ja, in dem Sinne. Aber zum Beispiel in sowas wie in einem neoklassischen Framework extrem schwierig umzusetzen. Bei ihrem Suchverhalten sind die Firmen satisfizierend, also nicht optimierend, sondern satisfizierend. Sie suchen nur, wenn ihre Rate of Return unter einem gewissen Schwellenwert ist. Das heißt, wenn die Firmen sehr hohe Profite machen, und Rate of Return meint quasi Profite pro Kapitaleinsatz,
wenn das extrem gut ist, dann brauchen die Firmen gar nicht neue Techniken zu suchen, weil sie ja eigentlich gut abschneiden und das ist gar nicht nötig, sozusagen Ressourcen in die Suche zu investieren. Aber wenn sie eben unterhalb ihres Zielwertes sind, dann begeben sich die Firmen sozusagen auf die Suche nach neuen Produktionstechniken und würden versuchen zu innovieren. Also die Suche nach Produktionstechniken würden wir gemeinhin als der Versuch der Innovation größtenteils bezeichnen. Aber wie sieht diese Suche genau aus? Ja, es gibt zwei Arten, die Nelson und Winter berücksichtigen in ihrem Modell. Zum einen die lokale Suche. Das heißt, die Firmen suchen nach bis dato unbekannten Techniken. Also sie gehen von ihrer aktuellen Technik aus und suchen eine neue Technik. Die Wahrscheinlichkeit, eine neue Technik zu finden, die ähnlich zu der eigenen Technik ist, ist deutlich größer als eine, die sehr unähnlich ist. Und mit Ähnlichkeit, da kommen wir später nochmal drauf, meint Ähnlichkeit der Produktionsfaktoren. Gleichzeitig können die Firmen aber auch sich entscheiden, nicht auf lokale Suche zu gehen, also neue Techniken zu finden, sondern auch die Techniken von anderen Firmen zu imitieren. Welche der beiden Suchoptionen die Firmen werden, ist ein Parameter von dem Modell, ein exogener Parameter. Und eine der Experimente, die Nelson Winter in ihrem Modell gemacht haben, war, sie haben geguckt, wenn die Wahrscheinlichkeit für Imitation steigt, wie verändert das die Gesamtdynamiken der Ökonomie? Ist es gut für, also führt es zu mehr Wachstum, führt es zu weniger Wachstum, führt es zu mehr Heterogenität, führt es zu weniger Heterogenität? Das ist jetzt zum Beispiel so eine Frage, die sich ja in den anderen Wachstumsmodellen überhaupt nicht gestellt hat, weil es auch so was Typisches ist, wo wir sagen, irgendwas auf der Mikro ändert sich und hier sind wir interessiert an den gesamtwirtschaftlichen Implikationen davon. Also es ist ein völlig neuer Set von Fragen, der hier gestellt wird. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, also die Firma findet jetzt eine neue Produktionstechnik oder sie kann theoretisch eine andere Firma imitieren, aber sie ist eigentlich selber viel besser als die neue Alternative, ne? In dem Moment bleibt die Firma dann natürlich bei ihrer aktuellen Technik. Das heißt, sie nimmt neue Techniken nur, wenn sie mit denen höhere Profite erwartet als die aktuelle. Diese Erwartung zusätzlich höherer Profite ist in dem Modell noch relativ einfach gelöst. Man nimmt als Grundlage einfach die aktuellen Faktorpreise. Es gibt da auch einen zufälligen Schätzfehler, wenn man natürlich davon ausgeht, dass Firma nicht eine perfekte Vorhersage zukünftiger Entwicklungen haben können. Das heißt hier, da merkt man auch so ein bisschen an so Kleinigkeiten, merkt man auch immer den unterschiedlichen Fokus von den Modellen. Im keynesianischen Modell, in der Robinsonschen Investmentfunktion hatten wir in dem Sinne was Ähnliches, wo die Firmen ausgehen, sozusagen, es verändert sich nicht die Profitrate und das benutzen wir sozusagen als Vorhersage für die aktuelle Profitrate. Hier haben wir jetzt diesen Schätzfehler drin. Während in neoklassischen Modellen wir eben diese Idee der perfekten intertemporalen Optimierung haben, insbesondere bei der endogenen Wachstumstheorie, sehen wir schon mal. Und hier sieht man halt so diese unterschiedlichen Fokien, ne? Also in der evolutorischen Ökonomik ist so diese zentrale Unsicherheit und das Risiko, dem sich der einzelnen Unternehmerin aussieht, die schlägt sich auch in solchen Kleinigkeiten dann wieder. Okay. Wie ist das bei den Suchaktivitäten? Die wollen wir uns jetzt noch ein bisschen im Detail angucken. Bei der lokalen Suche ist es wie gesagt so, die Firmen suchen bis dato unbekannte Techniken und die Wahrscheinlichkeit, eine neue Technik zu finden, hängt von der Ähnlichkeit zur aktuellen Technik ab. In der heutigen Forschung bezeichnen wir es als so das Principle of Relatedness. Das ist ein grundsätzliches Feature von menschlichem und organisationellem Lernen, dass es uns einfacher fällt, Dinge zu lernen, die ähnlich sind zu dem, was wir schon wissen. Ganz banale Sache, die aber gar nicht so leicht zu modellieren ist tatsächlich. Und die Ähnlichkeit quasi von zwei Technologien wird durch folgende Funktion dargestellt. Wir haben hier quasi die Distanz zwischen zwei Technologien und wir haben es hier mit zwei Parametern zu tun, wobei gilt, dass diese beiden Parameter jeweils Gewichte darstellen, die sich gemeinsam zu 1 aufsummieren müssen. Und zwar sind sie ein Maß für die Directedness of Technological Change, also so die Frage, in welche Richtung sich der technologische Wandel vor allem entwickeln wird. Ja. Was dann aber zentral ist, ist, wir haben hier
In diesem Bereich sehen wir die Differenz letztendlich der Logarithmen in den Produktionsfaktoren für die Arbeit. Und hier sehen wir die Differenz der Logarithmen in Bezug auf die Produktionskoeffizienten von Kapital. Und hier diese beiden Gewichte geben eben an, welche Unterschiede für die Distanz der Technologien eine größere Rolle spielen. Und da kann man dann sagen, zum Beispiel, okay, bei der Suche ist die Distanz oder die unterschiedlichen Produktivitäten in Bezug auf den Produktionsfaktor Arbeit oder Kapital mehr oder weniger wichtig. Auch das ist so ein typisches Experiment, was Nelson Winter dann mit dem Modell durchführen und gucken, wie diese unterschiedlichen Gewichte sich auf die Modellergebnisse niederschlagen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit für eine lokale Suche hängt dann eben hier von dieser Distanz hier oben ab. Sie hat eine Steigung, die ebenfalls als Parameter festgelegt ist. Und hier, je kleiner diese Distanz ist, desto leichter ist es für Firmen zu innovieren. Weil wenn die Steigung sehr hoch ist, dann bedeutet das, dass unähnlichere Technologien eine deutlich größere Distanz aufweisen zu den bestehenden Technologien. Und dann ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit, diese Technologien zu finden, irgendwie deutlich schwieriger. Das heißt, auch hier hat man wieder so einen Parameter, der eine grundsätzliche Einfachheit oder Schwierigkeit der Suche ermöglicht, genau zu quantifizieren. Also sprich, zusammenfassend bei der lokalen Suche, man sucht neue Technologien und es ist wahrscheinlicher, solche zu finden, die hier gemäß dieser Ähnlichkeitsfunktion ähnlicher sind zu den Technologien, die man aktuell schon verwendet. Bei der Imitation ist es so, dass die Firmen versuchen, die Techniken von anderen Firmen zu kopieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit hier, eine gewisse Technik über Imitation zu finden, ist eine positive Funktion der Verbreitung dieser Technik in der Gesamtpopulation. Und eine Technik, die eben in der Gesamtpopulation sehr weit verbreitet ist, hat natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, durch Imitation von der Firma gefunden zu werden. Und diese beiden Suchaktivitäten erlauben es eben den Firmen, diesen Technologieraum zu durchsuchen und dann eben auch neue Produktionstechniken zu finden. Dieses Problem stellt sich, wie gesagt, bei der Annahme von einer aggregierten Cobb-Douglas-Produktionsfunktion in dem Sinne nicht, als dass man da annimmt, dass schon alle Produktionstechniken von Anfang an da und bekannt sind. Das ist hier in der evolutorischen Ökonomik eben an. Wir kommen jetzt als nächsten Schritt zur Dynamik des Kapitalstocks der Firmen. Das ist wahrscheinlich am besten, das als die Größe der Firmen zu bezeichnen. Ja, jede einzelne Firma verfügt über einen Kapitalstock und dieser ist in diskrete Pakete aufgeteilt. Ja, also man kann sich vorstellen, eine Firma kann jetzt zum Beispiel nur einen Kapitalstock von, sage ich erstmal, 1, 2 oder 3 haben, aber nicht 1,5, 2,5. Das hatte damals noch technische Gründe. Wie in den anderen Wachstumsmodellen, die wir bisher auch kennengelernt haben, gibt es eine Abnutzung von Kapital. Das heißt, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit verfällt jeder einzelne dieser Pakete zu Beginn jeder Runde. Damit haben wir dann quasi unser Pendant zur Abnutzung. Und danach ist es so, nachdem die Firmen dann produziert haben und verkauft haben, dann wird der Kapitalstock auch wieder erhöht. Ja? Und zwar gemäß der Bruttoinvestments. Diese Bruttoinvestments sind in dem Fall das gleiche wie der Nettoprofit. Die ergeben sich, wir haben hier auf der einen Seite das, was sich ergibt durch den Verkauf der Waren. Wir haben hier das, was die Kosten für Kapital sind. Also dieses R ist als Maß sozusagen als für die Kosten von Kapital. Wir haben hier die Kosten für den Faktor Arbeit. Kosten für den Faktor Arbeit ist logischerweise der Lohn. Ja, ich habe es schon am Anfang gesagt, der Lohn ist endogen. Der ergibt sich über das Matching von Arbeitangebot und Arbeitnachfrage. Die Kosten für Kapital sind hier ein exogener Parameter. Und auch hier ist es so, Nelson Winter untersuchen dann, was sind die Implikationen von höheren oder geringeren Kapitalkosten sowohl auf das Suchverhalten der Firma als auch auf das Gesamtwachstum in der Ökonomie. Wenn ich übrigens sage, Sie untersuchen das mit den Variationen in exogenen Parametern, kommen wir später noch dazu. Das sind jetzt natürlich alles nur Simulationen. Sie können jetzt nicht
wie in den anderen Modellen hier einen mathematischen Beweis anstellen, zumindest nicht in der aktuellen Modellformulierung. Es gibt in dem Modell auch Firmen, die aktuell nicht produzieren. Das sind all die Firmen, wo der Kapitalstock gleich Null ist. Die Firmen untersuchen dennoch weiterhin den Technologieraum, weil man davon ausgeht, dass so eine Art Reservearmee von Firmen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die Firmen eine Produktionstechnik finden, mit der sie profitabel produzieren könnten, dann treten sie unter Umständen in den Markt, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 25%. In den Markt ein und sowas. Also haben wir dann jetzt hier auch in diesem einfachen Modell schon Markteintritte und Marktaustritte von Firmen. Was uns dann jetzt noch fehlt, ist der Arbeitsmarkt, wo der Lohn eben endogen bestimmt wird. Dieser Lohn ergibt sich aus dem Zusammenspiel der endogenen Arbeitsnachfrage und des exogen gegebenen Arbeitsangebots. Sprich, das Arbeitsangebot ist eine exogene Variable im Nelson- und Winter-Modell. Und da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Optionen. Es gibt so eine allgemeine Lohngleichung, die Nelson und Winter verwenden, nämlich dass der Lohn sich ergibt aus dem Verhältnis von von der Arbeitsnachfrage hier oben zu dem Zeitpunkt und dem Arbeitsangebot. Dabei gilt, dass hier dieses A, B und C sind exogene Parameter, mit denen man dann eben auch rumspielen kann. Und das GN hier, das ist eigentlich der Wachstum des exogenen Arbeitsangebotes. Ne? Das heißt, auch hier kann man dann eben schauen, wie sich die Wachstumsrate auswirkt auf die Modelldynamik. Das war die Gesamtstruktur des Nelson-Winter-Modells. Ihr seht, es hat die gleichen Elemente wie die anderen Wachstumsmodelle auch, aber was wir jetzt hier nicht gemacht haben, ist, wir haben jetzt hier keine Charakterisierung des Gleichgewichts und so weiter vorgenommen, sondern wir haben einfach nur beschrieben, wie die Mechanismen in den einzelnen Bereichen stattfinden. Und was man jetzt eben macht, also zumindest in den Modellen, in weiten Teilen der evolutorischen Ökonomik ist, dass man genau das jetzt einfach auf dem Computer durchsimuliert und guckt, was dabei rauskommt. Der Nachteil ist, man hat jetzt hier, wenn wir uns an die Wissenschaftstheorie zurückdenken, keine perfekte Verifizierung des Modells, weil man halt nur für bestimmte Parameterkonstellationen diese Simulation durchführen kann. Man kann das natürlich für ganz viele Parameterkonstellationen machen, aber es sind halt nur Simulationen. Man hat nicht so allgemeine Beweise wie in den anderen Wachstumsmodellen, wo man dann sowas wie die Sternchen-Porphyrit-Rate im Gleichgewicht ausrechnen kann. Das gibt's hier nicht. Ja? Man muss halt sich auf Simulationen beschränken und gucken, wie für verschiedene Parameter sich dann die Dynamiken ergeben, ja, weil man ja gerade eben nicht davon ausgeht, dass die Ökonomie sich notwendigerweise in einem Gleichgewicht befindet. Nichtsdestotrotz hat man jetzt eben alle Bereiche der Ökonomie beschrieben und wir sind dann jetzt bereit, im nächsten Schritt uns anzugucken, was dann bei diesen Simulationen tatsächlich dann auch rausgekommen ist. Vorher möchte ich aber zwei wichtige Punkte nochmal deutlich machen. Zum einen, wir haben hier jetzt eine Modellklasse, wo wir zwar eine Produktionsfunktion auf individueller Ebene der Firmen haben, allerdings nicht auf aggregierter Ebene. Also wir haben hier keine aggregierte Produktionsfunktion. Wir haben die Situation, dass der Gesamtoutput sich aus dem Output der Firmen ergibt. Das heißt, wir können theoretisch eine aggregierte Produktionsfunktion aufstellen. Wir haben aber keine. Das ist wichtig, wenn wir zum Beispiel das Modell in der Kapitalkontroverse von Cambridge irgendwie einordnen wollen. Also so eine aggregierte Produktionsfunktion gibt es in dem Modell jedenfalls nicht. Und zum Zweiten möchte ich nochmal verweisen, weil ich am Anfang auf Selektionsprozesse gekommen bin bei dem Outline von der evolutorischen Ökonomik. Nelson-Winter-Modell finden Selektionsprozesse eigentlich auf zwei Ebenen ab. Zum einen auf der Firmenebene, das heißt die Firmen, die weniger erfolgreich sind, die begeben sich auf die Suche nach neuen Technologien und es sind auch die Firmen, die sozusagen die potenziell andere Firmen imitieren, während die Firmen, die besonders gut performen, die bleiben sozusagen in ihrem technologischen Zustand drin. Und zum anderen gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sehr unerfolgreiche Firmen den Markt verlassen, sozusagen, weil sie einfach quasi keine Möglichkeit haben, ihren Kapitalstock aufrechtzuerhalten. Sprich, es gibt eigentlich Selektionsprozesse auf zwei Ebenen. Auf der Ebene der Firmen,
dass schlecht performende Firmen den Markt verlassen und gute Firmen in ihrer Größe wachsen, weil sie ja eben mehr Profite machen und sozusagen mehr in ihren eigenen Kapitalstock investieren. Das heißt, erfolgreiche Firmen wachsen, wenig erfolgreiche Firmen schrumpfen bzw. verlassen den Markt sogar. Aber Selektionsprozesse finden auch auf Ebene der Technologien statt. Denn die Firmen suchen ja immer quasi neue Technologien und sie nehmen neue Technologien nur, wenn sie quasi wenn sie besser sind als die Technologien, die sie aktuell haben. Und das hängt natürlich von den Umständen ab, welche Technologien da am besten sind. Wenn wir in einer Situation sind, wo der Lohn sehr hoch ist und die Firma findet eine Technologie, die hohen Kapital, die sehr kapitalintensiv ist und wenig arbeitsintensiv, dann nimmt die Firma diese neue Technologie in dem Umstand an. Wenn aber die Situation so ist, dass die Löhne im Moment sehr, sehr niedrig sind und Kapitalkosten sehr, sehr hoch, dann nimmt die Firma die gleiche Technologie nicht an. Das heißt, welche Technologien am besten sind, hängt von den Umständen ab und das ändert sich natürlich auch über die Zeit. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Selektionsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist natürlich auch letztendlich so ein zentrales Feature, was auch sich auf diese Nichtgleichgewichtsprozesse oder sich in den Nichtgleichgewichtsprozessen widerspiegelt, dass es nämlich nicht sozusagen die Suche nach der optimalen Technologie ist, sondern dass eben die Wahl nach der optimalen Technologie oder der aktuell besten Technologie koevolviert mit den Faktorpreisen, die aber ja wiederum davon abhängig sind, wie viel produziert wird, und der Wahl von den Technologien von den Firmen. Also so diese Konzepte der Koevolution spielen eben hier auch eine ganz zentrale Rolle.